Ich habe einfach keine Frauen kennengelernt. Ich bin Single, würde mich schon gerne eine Partnerin wünschen, aber ich hatte im letzten Jahr 3 Dates und das auch mit Frauen, die mir nicht wirklich gefallen haben. In meinem Umfeld sind alle vergeben und die, die nicht vergeben sind, für die bin ich einfach nur ein guter Kumpel, die wollen nicht mehr von mir und ich habe einfach keine Ahnung, wie ich die Richtige noch finden soll. So langsam habe ich auch das Gefühl, dass der Zug abfährt. Das hat mir ein Bekannter letztens erzählt, als wir uns über sein Liebesleben unterhalten haben. Und bei ihm war es so, er ist jetzt seit einem Jahr Single. Vor einem Jahr hat seine Partnerin mit ihm Schluss gemacht, mit der er 6 Jahre zusammen war. Er hat sich in der Beziehung relativ wohl gefühlt. Gegen Ende der Beziehung haben sich so langsam Probleme abgezeichnet. Es gab auch immer weniger Sex. Es gab, das Feuer war so ein bisschen raus. Aber er hätte gerne an der Beziehung gearbeitet mit ihr zusammen, aber sie hat sich irgendwann entschieden zu gehen. Und dann stand er da als Single und natürlich hat er erstmal die ersten Monate gebraucht, um so ein bisschen die Trennung zu verarbeiten. Er hat sich dann aber gewünscht, wieder jemanden kennenzulernen, weil er einfach ein Beziehungsmensch ist. Er mag es, wenn das Haus voll ist. Er mag es, wenn er nach Hause kommt und jemand da ist. Wenn jemand ihn fragt, wie der Tag so war. Wenn man das Leben einfach miteinander teilen kann. Und vor allem, er ist jetzt Mitte 30 und er hätte sich mit dieser Frau auch vorstellen können, auch Familie zu gründen. Sie hat ihn jetzt verlassen und er steht jetzt da, hat wirklich manchmal das Gefühl, dass der Zug abfährt in schwachen Momenten, fühlt er sich auch ziemlich einsam. Sonntagabends, den Sonntagabend verbringt er alleine. Früher war es halt bei ihm so, dass er entweder mit seiner Partnerin was gemacht hat oder halt mit anderen befreundeten Paaren. Seine ganzen Freunde haben halt Sonntagabends meistens, nehmen sich halt nicht so wirklich Zeit für ihn. Und er sitzt halt da und weiß halt nicht, was er machen soll. Und gerade weil sein Wunsch groß war, eine Partnerin zu finden, hat er natürlich auch versucht, das Ganze in die eigene Hand zu nehmen und halt mal Frauen kennenzulernen. Er ist halt eher ein bisschen ein schüchterner Typ, er hat sich mal angeschaut, was es so auf YouTube für Content gibt, was man sich da alles so aneignen kann. Und da wird halt viel darüber geredet, hey, lerne einfach mal Frauen anzusprechen, das ist eine gute Sache. Sein Problem ist einfach nur, er lebt in einem 50.000-Mann-Stadt. Ist für ihn jetzt keine besonders große Stadt. Er möchte jetzt auch nicht irgendwie so einen Ruf haben von so einem Typen, der irgendwie alle Frauen anspricht. Und vor allem ist er auch einfach schüchtern. Er traut sich das auch gar nicht zu machen. Und er hatte lange Zeit das Gefühl, dass irgendwie deswegen mit ihm irgendwas nicht stimmen würde. Gerade weil er kein Aufreißer-Typ ist, dass er deswegen irgendwie keine Chance bei Frauen hätte. Und das hat ihn ziemlich runtergezogen. Was er dann probiert hat, war Online-Dating. Er hat dann versucht, ein Profil aufzusetzen. Hat auch Sinn gemacht für ihn, weil er meint, okay, da lernt man ja andere Single-Frauen kennen, die auch auf der Suche sind. Und was passiert ist, ist, dass er dann am zweiten Tag direkt schon ein paar Matches hatte. Und das hat ihn noch gefreut. Er hatte ein Erfolgserlebnis. Hey, die eine Frau sieht auch eigentlich auch ganz nett aus. Und man hat mit ihr geschrieben. Aber was halt dann passiert ist, nach 1, 2, 3 netten Nachrichten, die ausgetauscht wurden, hat sich das Gespräch im Sande verlaufen. Und dann wurde die Anzahl der Matches immer geringer. Und vor allem hat er immer seltener Matches bekommen. Dann gab es halt mal alle 2 Wochen ein Match oder so. Und das auch wie meist einfach eigentlich fast nie mit einer Frau, die ihm wirklich gefallen hat. Und wenn er dann wenn er dann mal Interesse an einer hatte, mit der ein Match hat, hat sie ihm einfach nicht zurückgeschrieben. Und das Ganze war ziemlich deprimierend. Und deswegen hat er insgesamt, er hatte im letzten Jahr, als er wirklich aktiv hier und da wirklich was versucht hat, Frauen kennenzulernen, hat er 3 Dates gehabt. Und die ging auch alles schief. Vor allem war es auch bei ihm so, er wusste vor allem, beim dritten Date spätestens war es ihm klar, hey, ich bekomme selten Dates, ich lerne selten Frauen kennen. Deswegen muss es mit dieser einen Frau jetzt, hoffentlich funktioniert es mit dieser einen Frau. Und deswegen war er halt auch nie so entspannt auf seinen Dates. Er konnte auch nicht entspannt und locker sein, weil er einfach wusste, hey, ich lerne halt super selten jemanden kennen. Und das Ganze war für ihn eine sehr deprimierende Situation, weil er auch so langsam sich gefragt hat, hey, kann es sein, dass mit mir irgendwas nicht stimmt? So langsam haben sie Selbstzweifel eingeschlichen. Und die waren in der Partnerschaft nicht so da. Aber als Single hat er dann das Gefühl, warum klappt das nicht? Warum? Und vor allem er, der wirklich ernsthafte Absichten hat. Er ist kein Playboy, er ist kein Typ, der irgendwie eine Frau verarschen würde. Er würde eine Frau gut behandeln. Er möchte sich auch ein Haus kaufen, braucht halt auch jemanden, möchte es halt mit ihm am Teilen zusammen. Und irgendwie war es ihm anscheinend nicht gegönnt. Und was dann passiert ist, er hat mich auf einem Netzwerkevent kennengelernt von Selbstständigen. Und da haben wir miteinander gesprochen und ich habe mir seine Situation angehört und habe ihm dann auch meinen YouTube-Kanal gezeigt. Er wurde neugierig, hat mich angerufen und hat dann auch ein Coaching bei mir angefangen. Und in meinem Coaching habe ich ihm dann erstmal erklärt, worauf es ankommt, damit er überhaupt wieder Dates haben kann. Weil das war sein erster großer Wunsch. Er möchte einfach, dass bei ihm mal was geht. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich ihm meine 3-Schritte-Methode erklärt habe, wie man Dates haben kann. Und ich habe ihm gesagt, auch schon im ersten Gespräch, hey, wenn wir das mit dir wirklich zügig anfangen und du die Sachen zügig umsetzt, die ich dir sage, kannst du innerhalb von 3 Wochen
wirklich an dem Punkt sein, wo du regelmäßig Dates haben kannst. Und das war für ihn erstmal eine sehr freche Aussage, die ich da getätigt habe. Aber er hat sich darauf eingelassen und gemeint, okay, schauen wir mal. Er hat nicht wirklich daran geglaubt, aber er hat die Sachen umgesetzt. Und was ist passiert? 2,5 Wochen später hatte er direkt, wir haben Online-Dating auch genutzt, um Frauen kennenzulernen, er hatte direkt ein Match mit einer Frau, die ihm wirklich gefallen hat. Die Matches davor, also wenn mal überhaupt eine gefallen hat, da haben die Frauen ihm nicht zurückgeschrieben. Aber bei dieser Frau war es wirklich so, eine gute Ausstrahlung auf den Bildern, sportlich. Liebt es, in die Natur zu gehen, stand in ihrer Profilbeschreibung. Es hat einfach super vieles gepasst. Hat mir dieser Frau geschrieben, hat meine Impulse zum Thema Schreiben auch noch umgesetzt. Und was ist passiert? 2,5 Wochen nach dem Coaching, er hatte sein erstes Date. Und das mit einer Frau, die ihm wirklich gefallen hat. Und auch da habe ich auch zu ihm gemeint, hey, wenn du willst, können wir dann gleich nochmal ein paar Themen besprechen, worauf es ankommt auf Dates. Und die gewisse Grundlagen habe ich ihm auch direkt mitgegeben, weil es bei ihm sehr, sehr schnell ging und er direkt sein erstes Date mit einer Frau hatte, die für ihn auch vom ersten Eindruck sehr gut gepasst hat. Aber das Ding war, er war so selbstbewusst gewesen, einfach weil er gemerkt hat, hey, auch wenn es mit ihr nichts wird, es kommt ja immer mehr, es kommen mehr Matches, es kommen mehr Möglichkeiten. Und was dann halt passiert ist, mit dieser Lockerheit. Diese Lockerheit hat ihm ja die ganze Zeit immer gefehlt, weil er wusste, er hat nur alle paar Monate ein Date. Diese Lockerheit hat ihm gefehlt, mit der Lockerheit ist er ins Date gegangen. Und was ist passiert? Sie fanden ihn gut und sie möchten sich wiedersehen. Und das alles einfach nur, weil er den ersten Schritt und den zweiten Schritt meiner 3-Schritte-Methode gut und zügig umgesetzt hat. Er hat nicht gewartet, er hat es direkt gemacht und hat für ihn funktioniert. Zu dieser 3-Schritte-Methode, wie man als Mann mehr Dates haben kann, habe ich bereits ein Video gemacht. Das ist hier vorne verlinkt. Ist eine sehr, sehr spannende Erklärung geworden. Schau es dir gerne an.